So, ich spiele Midlane gegen Xerath. Es sei denn, die Gegner entscheiden sich zu swappen. Also, ich würde ja lieber gegen Shen, muss ich sagen, aber ja. Ich werde wohl gegen Xerath müssen. Glaube, hatte ich noch nie. Umso spannender wird das. Also, im Moment, ich habe es ja schon mal erwähnt, also. Ich komme so oft in die Midlane, ich weiß gar nicht warum. Also, anscheinend ist im Moment wirklich die beliebteste Rolle von allen Toplane. Alle wollen Toplane. Also, ich komme Toplane höchstens jedes zweite Mal. Na, vielleicht ein bisschen übertrieben, aber. Also, ich komme mindestens jedes dritte Mal Midlane. Das kann man definitiv sagen. Vor allem, ich nehme ja nicht jedes Spiel auf, das ich spiele. Deswegen kann vielleicht jetzt hier ja, von den Videos ein anderer Eindruck kommen. Aber es ist wirklich tatsächlich so. Könnte ich mal. Ich muss mal bei LoL King irgendwann mal gucken. Und dann mal schauen, wie oft ich jetzt Mitte musste und wie oft ich Toplane musste. Oh, die Karma. Auch sehr mutig. Ich glaube übrigens, dass Karma ein richtig, richtig bescheidener Pick war. Sobald Shen seine ersten Items hat, so, die wird gleich flashen müssen. Oder auch nicht. Na, oh, interessiert die gar nicht. Sie geht auch nicht mal back. Ah, schöne Range von dem Xerath. Alter Schwede. Er ist aber auch direkt gleich mad gewesen, ne? Jetzt tankt er ein bisschen die Minions, weil er die kriegen möchte. Ich muss auf jeden Fall aufpassen. Ja, sicher. Na, was kam denn da durch? Ein Bart's dann oder was? Bin leider ein bisschen oben. Na sicher, da, oh, jetzt habe ich den nicht mehr bekommen, den Farm. Denke, dass Aatrox als erstes Mitte kommen wird. Das würde ich auf jeden Fall an seiner Stelle machen. Ja, das ist natürlich nice, ne? Der will immer direkt raushauen. Das kann er denn nicht, weil ich ihn erstmal direkt silence. Bisschen Angst, wo Aatrox steckt. Wie gesagt, ich bin mir ziemlich sicher. Double Flash. Unnütz.
Aber ich hatte, ich war mir ja nicht sicher, ob die jetzt auch hinterher flasht. Naja, good job. Bleib noch hier. Ah, natürlich. Wer hat das denn noch getroffen? Gemacht. Schwede. Hätte ich noch Flash, könnte ich den gleich, denke ich, ziemlich sicher töten. Botlane ist ein bisschen unter under pressure, ne? Trotz den Kills, die jetzt gerade abgegeben wurden, Botlane. No, ich krieg keinen, ja, war klar. So, ab diesem Punkt wird der gute Xeras keinen großartigen Spaß mehr haben. Da ich den spätestens in 80 Sekunden mit ein bisschen Glück wieder töten kann. Na sicher. Spielt er vorsichtiger als vorher? Artboy, was machst du denn hier?
Oh no. Okay, Rod of Ages ist fertig. Karma kann nicht mehr gegen Shen, ne? Oh, er hat gefehlt. Good job. Wow, entkommt, entkommt, entkommt. Nicht. Ja, er hat die Pässe wieder abgehabt. Na, ultet er schon? Nö. Wäre auch sinnlos gewesen wahrscheinlich. Ich komme nicht mehr weg. Ah, der Stun of Doom, Alter. What the fuck? Die sind da unten einfach nur geschmolzen. Das war, da hätte ich nicht mehr verloren müssen. Ich hatte gehofft, dass die das irgendwie so irgendwie überleben, aber die sind einfach nur verreckt. Ja, also. Das ist gar nicht gut.
Ja, ist weg. Was soll das? Wir sind zu dritt. Wir sind mit, also wir sind drei, kommen auf jeden Fall nicht mehr rechtzeitig. Wow, wie hat er das überlebt? Good job, Nita Spear FTV. Also ich bin raus. Das lief nicht so, wie ich mir das vorgestellt hatte. Bin einfach wieder nur 3 für 0 verreckt. Ich weiß auch gar nicht, warum die da so deep reingegangen sind. Ahnung, das bleibt ein Mysterium für mich. Nieder, was ist los? Jetzt kommt's. Oh, der Bart, der ist so frech, ne? Der ist so unfassbar frech. Natürlich, der trifft das natürlich sofort. Sein Q hat mehr Range als meins. Ich weiß halt nicht, wo die Ball gewartet haben. Thank you.
pucken uns tot, ey, obwohl wir eigentlich mehr Poke haben müssten. Ja, sicher. Wäre echt kein Grund, da zu bleiben. Worth it. Ich denke nicht, dass sie mir den lassen will. Ne, interessiert die gar nicht. Fehlt nur noch so ein Sorry, I need it. Die Carry mit Blue Buff, lächerlich. Die sterben da gleich oben, wenn sie da jetzt nicht weggehen. Die sterben alle. War so abzusehen. Und damit ist gleich auch der Blue Buff weg, hä? Ne, Catelyn ist weggegangen. Wenigstens etwas. Hat er das überlebt? Schon wieder? Unglaublich. Hat der Hextrinker? Was war denn das? Der hat ein Schild, ist da geproppt plötzlich. Oh, beide rennen sie da rein, ey. Beide rennen sie da rein. Wir verlieren das Poke-Duell. Ja, sicher. Ob ich da noch rechtzeitig hinkomme. Shen kann TPen, beziehungsweise ulten. Not worth it.
Egal, ich hab Drake bekommen. Wenn die anderen wenigstens nicht verreckt wären, dann wäre es wirklich worth it gewesen. So, vielleicht auch nicht ganz worth it. Nicht sicher, ob ich mir die Ulti hätte vielleicht doch aufsparen sollen. Ich brauche jetzt unbedingt wieder Stacks. Ich habe wieder nur noch die Hälfte. Das ist ein Problem halt. Wir haben halt auch Karma jetzt, ne? Und Karma wird von Minute zu Minute immer, immer schwächer. Karma stirbt, ist das nicht mehr worth it. Karma, hau ab da. Hau da ab. Oh Gott, war das schlecht. Oh Gott, war das schlecht. Das tut einem ja wirklich weh. Und er lädt passiv schon wieder ab. Und da wird sie fast gestunt. Ich bin tot. Ja. Okay. Das Problem ist mittlerweile, der Aatrox ist auch tanky, ne? Der hat Spirit Visage gebaut und wir haben halt gar keinen AD-Schaden, außer Caitlyn. Brauche ich jetzt noch nicht interpretieren, wenn Shen da ist. Guck mal, wir rennen alle immer die gleiche Richtung, wenn es um Farm geht. Immer direkt, wie so Ameisen. Das ist ganz fürchterlich. Irgendwie, wenn ich Midlane spiele, bekomme ich nie auch nur einen einzigen Blue Buff ab. Sei nicht, hol mir den, erkämpf mir den. Also ich würde jetzt an der Stelle der Gegner Baron machen. Machen sie nicht. Ja, bringt nix, Alistair. Wenn du nicht eine Combo rausbekommst, wo du den in uns rein kickst, dann...
dass die das machen können. Die sind so low. Ja, wo bleibt ihr denn? Wo bleibt... Three versus two. And you won't fight? Steh ich nicht. Toll, wir haben jetzt den Drake. Hätten wir auch machen können, nachdem wir sie besiegt haben. Ich frag mich natürlich wirklich, wenn wir in so einer Situation nicht kämpfen, wann kämpfen wir denn bitte dann? Hä? Wir dürfen uns nicht immer die Kämpfe von denen aufzwingen lassen. Alter, die Karma ist so schlecht jetzt mittlerweile. Die ist so... Nicht den Hauch einer Chance mehr. Klar, sicher. Alter, das ist ja wohl das Lächerlichste, was ich jemals... Komm her. Mistkerl, ey. Ich nicht lache. Drei, zwei, eins, fressen. Macht keinen Unterschied, wie gesagt. Also, Baron war free für die. Uns zu lange mit denen rumgeschlagen. Das Tank Aatrox funktioniert, ne? Dachte, Aatrox mit Devourer, okay. Das sehe ich auch heute zum ersten Mal. Die besitzen halt überhaupt gar keine Rüstung, ne? Außer Shen. RIP Karma, Baby. Die sind so viel stärker als wir. Ihr seht das jetzt auch einfach mal wieder. Dann diven die das einfach. Selbst Graves ist tanky, hä? RIP. Game. GG. EWP. Stärkeres Team.
Da hat man einfach mal wieder den Nachteil gesehen, wenn man eine Karma hat. Also, pickt keine Karma im Ranked, Leute. Vor allen Dingen nicht in so einer wichtigen Lane wie die Top-Lane. Die fällt so schnell off, das ist dann einfach nur noch vorbei. Weil Karma ist ein Early-Game-Champion und der fällt nach 30 Minuten so unfassbar zurück. Ja? Die hätte nicht mal drei Karmas zusammen hätten einen Shen besiegen können. Also wenn wir drei Karmas gehabt hätten zusammen und in dieser ja nicht vorhandenen Situation halt, ne? Also drei Karmas gegen einen Shen, der so equipped war wie dieser Shen, keine Chance. Keine Chance, der hätte den nacheinander einfach nur vernichtet. Pickt keine Karma Top-Lane. Ich hätte es dodgen sollen. Ich hätte es dodgen sollen. Hab's leider nicht gedodged. Fehler von mir.